Herzlich willkommen zurück zu Terranigma. Ja, wir sind da, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Wir haben das letzte Mal den vierten und fünften Turm, nur den fünften Turm gemacht, haben die Secrets nochmal erforscht und sind zum Dorf zurückgekehrt. Und ja, wir können jetzt das ganze Dorf nochmal erkunden. Alle Leute sind wiederbelebt. Falscher Knopf. Ich konnte gerade nicht springen, weil ich den falschen Knopf... Hä? Jetzt hatte ich den blauen Kristall. Du hast im Kampf gegen die Monster alles gegeben. Du warst großartig. Welcher blaue Kristall? Ich habe keine Ahnung, von was der redet. Ich decke mich nochmal mit ein paar größeren Knollen ein. Ein bisschen Gegengift. Eins auf jeden Fall mal. Die Rüstung habe ich. Die Waffe kann ich nur einmal kaufen, die habe ich auch. Magie, genau, da kann ich nochmal zeigen. Wir hatten das letzte Mal ja gegen den Endgegner ein paar Magie, ein paar Zauber eingesetzt. Und wenn ich jetzt hier schaue, Kristalle. Okay, hier wird es nicht angezeigt. Schade, ich dachte, da könnte ich mir die Anzahl Kristalle anzeigen lassen. Dann gehe ich eben nochmal zu Magier. Wenn ich jetzt schaue, ich habe wieder 10 Kristalle verfügbar. Also wie schon gesagt, die kommen wieder. Die kriegt man zurück, die Kristalle. Aber ich will jetzt keine mehr kaufen. Die Kristalle bekommt man alle wieder und kann die so oft einsetzen, so oft nutzen zum Kauf, wie man möchte. Ich könnte jetzt noch so ein paar Details hier zeigen. Zum Beispiel der redende Kürbis. Dieser Weg war umsonst! Ja, mein Freund, der Weg war umsonst. Solche Details findet man immer wieder in der Spielwelt. Man muss nur gucken. Ja, ganz spaßig manchmal, was denn so alles versteckt ist im Spiel. Es gibt noch einen zweiten redenden Kürbis. Ich glaube, der sagt was anderes. Er ist nicht aus dem Eis des Weißen, ließ jeden zu Eis erstarren. Hast du das getan? Nein, das war schon so. Mist, die Ausrede funktioniert halt nicht. Genau, wir gehen jetzt aber mal zurück zum Weisen, der uns ja den Auftrag gegeben hatte, in die Türme zu gehen und alle Dorfbewohner zu retten. Ah, auch meine Freunde oder Bekannten sind alle aus dem Raum wieder raus. Warum guckt der da links mit den blauen Haaren irgendwie so böse? Der mit dem Kopftuch, der schaut ganz normal, aber der mit den blauen Haaren, der sieht irgendwie böse guckend aus. Naja. Du hattest Erfolg. Du warst Zeuge der Wiederkehr der Kontinente jedes einzelnen Turms. Doch nur das Land ist neu entstanden. Es gibt noch kein neues Leben. Hörp, ich möchte dir etwas zeigen. Lass uns nach draußen gehen. Draußen gibt es in östlicher Richtung eine tiefe Erdspalte. Folge mir. Ja, jetzt muss ich darauf warten, dass der aus dem Raum schleicht. Und nein, ich kann immer noch nicht... Doch, ich kann die Truhen plündern. Ich dachte, das darf ich erst später. Na egal. Ich habe nochmal 50 Taler und eine Heilknolle bekommen. Bisschen diebstahlmäßig. Mir wurde noch nicht erlaubt, die Truhen zu nehmen, soweit ich weiß. Kann auch sein, dass ich es irgendwann überlesen habe. So, jetzt ist hier... Hier war vorher die ganze Zeit nur eine weiße Fläche. Jetzt ist hier plötzlich ein Riss. Ja, gleich ein Detail, aber erstmal hier mit der Erdspalte. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort, ein riesiger Ozean mit vielen Inseln. Einst stand die Welt in Blüte, reich an Tieren und Pflanzen. Doch alles Leben verschwand und zurück blieb nur ödes Land. Ich wünschte, wir könnten die Oberwelt wiederbeleben. Unglaublich. Ich würde gerne versuchen, dir zu helfen. Na, eigentlich nicht. Eigentlich würde ich gerne bei Melina bleiben und hier ein bisschen schnackeln. Ihr wisst schon, ja. Ja, ich finde, dass ich dazu bestimmt bin, mit Melina zu schnackeln. Hör meine Worte, geh! Begib dich zur Oberwelt, versuche sie zu retten. Guck nicht immer nur nach den Mädels. Dort angelangt kannst du nicht zurück, bis alles vollbracht ist. Bist du bereit? Nein. So soll es sein. Kehre zurück, wenn du dich ausgerüstet hast. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder was an der Story vorgreife oder nicht. So, zu dem Erdspalt. Ich finde den Trick ganz interessant. Also wir sind ja hier in der inneren Welt und wie man von dem Effekt her sieht, ich laufe auf der Innenseite der Welt, also nicht Kugel in Kugel und ich laufe auf der Oberfläche, sondern Kugel, die ich von innen belaufen kann. Klar, was ich meine.
Also der Erdspalt bringt mich quasi durch die Erdkruste von innen nach außen. Also die Idee ist echt cool gemacht. Mit Melina stimmt etwas nicht. Sie weint in ihrem Zimmer. Herb, hast du Melina etwas angetan, du Unhold? Auch nicht mehr als dir, du Arsch. Nein, bitte, komm nicht herein. Ich weiß, ich wechsle, glaube ich, die Stimme von Melina mehrmals durch. Ich habe keine Ahnung, welche Stimme ich wo verwende. Tut mir leid, Herb. Ich kann dir nicht in die Augen. Ich habe gehört, dass du von hier weggehst. Mein Lachen sollte dich begleiten. Ach nee, das war ja Fluffys Stimme. Aber mir ist... Ich weiß nicht warum, aber ich muss weinen. Aber eines Tages wirst du sicher zurückkehren. Bis dahin werde ich warten. Ich bin sicher, dass ich an diesem Tag auch wieder lachen kann. Komm bald zurück. Gute Reise. Nein, Melina. Komm doch mit. Warum? Nein, bitte, komm nicht herein. Dann halt nicht. Schade eigentlich. Das war ja Fluffys Stimme, stimmt. Das ist das Problem, wenn man vorproduziert. Man macht's en bloc und vergisst dann manchmal so die Stimmen. Genau, also jetzt gehe ich zu dem Erdspalt, der mich, wie gesagt, durch die Erdkruste bringen wird auf die Oberwelt. Der Erdspalt führt zur Oberwelt, es ist ein seltsamer Ort und ich wiederhole mich. Das habe ich gerade alles schon mal gesagt, doch du Trottel musst ja weggehen. Ja, ich versuche immer noch dir zu helfen, weil Medina will mich eigentlich auch nicht haben. Begib dich zur Oberwelt, versuche sie zu retten und so weiter. Das habe ich alles gesagt. Ja, jetzt bin ich auch bereit. Lass mich dir noch einen Rat geben. Der Kristallspeer aus der Truhe besitzt nur hier die Kraft, dich zu heilen. In der Oberwelt verliert er sie. Dort musst du Heilknoll benutzen, um deine KP aufzufüllen. Setzt eine Heilknollenweise ein. Auf diese Weise ist dir ein langes Leben gewiss. Sieh den Gefahren ins Auge, du wirst alle Prüfungen meistern. Genug der Worte, geh nun. So, und das ist auch der Grund, warum ich Holzspeer gekauft hatte. Denn auch wenn der mich nicht heilt, er macht plus 1 Angriff. Hey, auf jeden Fall besser als nicht plus 1. Wow, mir wird schlecht. Licht. Okay, wir fallen durch die Welten. Kapitel 2. Fauna und Flora. Ich find's schade, dass es so leicht rechtsbündig ist. Also wäre die Überschrift dieser Kapiteltitel Mittel gewesen. Naja, aber Details. Das liegt dran, dass die Schriftart irgendwie deutsch-chinesisch unterschiedlich, japanisch, sorry. Das wird auch später noch ein paar Effekte haben. Was ist geschehen? Langsam öffnet Herb die Augen und erblickt ein Land ohne Leben. Hä? Ich bin an meinem Bestimmungsort angelangt. Es gibt kein Zurück mehr. Hä? Was für eine traurige Welt. Öde Steppen und klamme Luft, kein Zeichen von Leben. Wie soll ich die Welt von ihrem Elend befreien? Hallo, Fluffy. Klage nicht mehr, Freund. Lass uns nachdenken. Ich wurde auserwählt, diese Welt zu erlösen. Ich bin mir meiner Verantwortung voll bewusst und du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Doch liegt die Rettung wirklich in meiner Macht? Du wirst es nicht erfahren, solange du hier stehst und redest. Danke für den Rat. Wärst du nicht rausgekommen, hätte ich mich nicht so lange mit dir unterhalten. Und wir haben das erste Mal einen weiteren Save Point, den ich aber... den werde ich nutzen, weil diese Story-Sequenz muss man nicht ein zweites Mal machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich einfach mal mitten im Let's Play speichere. Das tue ich ja bei MDK2 auch manchmal. Hüpf. So, und wir sind auf einer Oberwelt. Amazonas. Ja, wir befinden uns beim Amazonas. Wir können hier die Gegend ein bisschen erkunden. Hier im Süden ist ein kleiner Bonusweg. Willkommen bei Magier. Willkommen bei Magier. Hier bekomme ich das erste Mal den einen weiteren, anderen Stein. Ich nehme einfach mal einen mit. Den Eis kann ich nicht kaufen hier, dafür einen neuen, nämlich den Schatulle. Ich kann kaufen den Blitzring, lässt Blitze zucken. Und es gibt einen neuen Kristall für mich, den ich später vielleicht auch einsetzen werde. Die Magie kann interessant sein, muss aber nicht benutzt werden, geht auch ohne. So, und ich will es einfach mal... Also hier ist
Obwohl es gleich aussieht wie im Süden, ist hier kein weiterer Bonus. Hier oben ist auch nichts. Wir gehen jetzt einfach mal hier den Kontinent erkunden. Aber in Guyana geht es einfach nicht weiter. Hier ist Abgrund und es geht nicht weiter. Oh. Muss ich umdrehen. Und hier am Amazonas, hier ist jetzt nämlich der Weg, wo wir eigentlich hin wollen. Hier ist Lumina. Ein steiniger Bereich mit Lava, Pfützen. Ah, das war jetzt, glaube ich, zu schnell. Ich hoffe, ich kann es nochmal auslösen. Komm her! Komm her! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Jetzt, hör, kommt doch etwas näher. Ich warte seit langem auf dich. Okay. Ich stelle mir das gerade echt vor, wenn diese Seele einfach nur so steht, so tropfender, also Zunge aus dem Mund, wenn es ein Körper wäre, tropfender Sabber, so. Habt ihr sicher gerade auch im Kopf, oder? Genau, hier kann ich nur Knollen und Gegengift kaufen, also Waffenrüstung habe ich alles schon. Hier seitlich ist auch nichts mehr, also gehen wir jetzt in dieses Loch. Und wir sind in einer Höhle. Also, ja, der Ort hier heißt wirklich Höhle. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich in einer Höhle bin. Wenn ich Stein außenrum habe und Wurzeln und... Wow, eine Höhle! Ja, die sogar Höhle heißt. Wenn dieser Baum ein Mensch war, dann sind diese Gänge seine Adern. Kluger Junge, klug. So, die roten Kugeln, gegen die kann ich nichts machen. Die blasen gerade regelmäßig einfach Gift raus. Dem möchte ich nicht stehen bleiben. Hier gibt es noch ein Gegengift. Die grauen sind... Autsch. Die grauen Kugeln sind quasi Truhen. Und das sind so ganz komische... Also ich frage mich, woher diese affenähnlichen Wesen kommen, wenn es kein Leben auf dem Planeten gibt. Aber gut. So, da war Geld, das ich nicht einsammeln konnte. Und hier ist ein Abgrund, da will ich nicht lang. Und dafür ist jetzt der Gegner wieder da. Man sieht, der Stichangriff, also nicht der Flug, sondern der Stich, macht recht viel Schaden. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Gegner als schnell gewertet wird. So, hier kam ich her. Ich muss selbst ein bisschen erkunden, dass ich weiß, wo es lang geht. Wir wollen aber eh alles erkundet haben, deswegen ist es gerade egal. Und noch eine Heilknolle. Autsch, ich sollte nicht so viel Schaden machen. So, hier den Stein kann ich zwar verschieben, aber es bringt mir nichts, ich komme nicht dran vorbei. Und da oben komme ich auch nicht an das Ding ran. Und hier... Davon habe ich schon reichlich. Das wird wohl eine Heilknolle sein. Wenn ich hier reingehe... Dunkler Raum. Hallo? Hallo? Oh, Licht. Giftiges Gas eingeatmet. Hör, abschwinden die Sinne. Pfup. Und ich wurde wieder rausgekickt. Ohne jeden Kommentar. Schade eigentlich, aber... man kann nicht immer einen blöden Spruch auf Lager haben. Auf den Lippen, auf Lager. Ich habe gerade versucht, das gleiche... die zwei Worte dafür zu sagen. So, in das Wasser will ich auch nicht reinfallen. Das ist nicht gut. Also gehe ich wieder nach oben. Und... Autsch, Autsch, diese rote Kugel, die fängt jetzt an Feuerbälle zu schießen, die mich wenigstens nicht rösten, sondern nur Schaden machen. Kleines Detail am Rande. Wer aufgepasst hat, mein Stab ist jetzt tatsächlich rot oder gelblich, also wie, so, wie der Holzspeer eben aussah im Menü von der Farbe her. Im Vergleich zu vorher, der Kristallspeer, der war tatsächlich blau. So, die Blumen, okay, hier ist auch, das habe ich reichlich... benutze ich komplett mal eine davon. Die Blumen sind dann unverwundbar, wenn sie geschlossen sind. Deswegen muss man da gut aufpassen, was man tut. Möchte das auswählen? Nein, dann rüste ich es aus. Sehr interessant. Das ist bereits ausgewählt. Benutzen. Hätte ich Nein gesagt, dann hätte ich die Wunderknolle gleich benutzt. Ich wähle das Traumsiegel aus. Das ist einfach Sicherheit, falls irgendwo ein Schlafzauber kommt. Und da immer noch die Meldung kommt, war das vermutlich wirklich eine kleine Heilknolle und keine große. Okay, doch, die Blumen sind verwundbar. Das war... Ah, das waren die andersfarbigen.
Also die Blumen, die gehen auf, fahren hin und her und machen Nahkampfschaden. Lassen sich aber relativ leicht besiegen, wenn man nur in Bewegung bleibt. Hörbar hält Wunderknolle. Danke, dann habe ich jetzt auch wieder 9 davon. Und hier gibt's Fischlis. Wie gesagt, interessant. Ich habe ja noch kein Tier befreit. Aber gut, das Spiel wird schon wissen, was es tut. Es sollen wahrscheinlich eher Dämonen sein als Tiere, aber die sind mir zu tierähnlich, als dass ich es gerade ernst nehmen kann. Nochmal Heilungsitem, was ich schon habe. Autsch, du solltest mich nicht treffen, sondern ich will dich treffen. Die Fische haben auch nicht viel HP und solange sie an Land sind, zappeln sie nur blöd rum. Kleines Fischli nutzt Platscher. Es war nicht sehr effektiv. Level 8 erreicht. Platscher, ja, Carpador, man kennt's ja, zappelt rum und macht keinen Schaden. So, 21 Schaden und eine Seele. Die Pflanzen entstanden aus einem einzigen Baum und brauchten Zeit. Durch die Rettung des Sonnenbaums soll die Welt wieder erblühen. Jo, passt. So, hier renne ich einfach an den Fischen erstmal vorbei und auf dem Rückweg werde ich von dem komischen, von der Kugel getroffen. Ich weiß nicht, was die Spiele immer mit Kugeln haben. In MTK haben wir letztens auch mit Kugeln auf Kugeln geschossen, um Kugeln auszuweichen. Ja. So, es geht hier hinten weiter. Ich muss immer so weit außen rumlaufen, um nicht im Wasser zu landen. Weil, wie gesagt, das ist nicht gut. Wie man hier sieht. So, ein Fisch. Autsch, das war... Ah, jetzt habe ich ihn getroffen. Ich wollte gerade sagen, das war knapp. So, und jetzt habe ich hier eine Plattform geöffnet und kann weiter und kann hier runterfallen. Von der anderen Seite wollte ich nicht, weil da wäre ich da oben gelandet, wo wir erkundet hatten. Jetzt bin ich im südlichen Bereich, wo ich vorher noch nicht hin konnte. Und kann hier nochmal schauen, dass ich nochmal Wunderknoll oder Halbknoll Nachschub bekomme. Und jetzt, kurzer Hinweis für später, ich kann den Stein jetzt zur Seite schieben und den nach oben und dann kann ich den Rückweg machen. Also damit haben wir unseren Rückweg auch geöffnet. Und wenn ich jetzt hier nach Osten gehe, dann gibt es nochmal ein Gegengift und eine Blume. Und ich falle ins Wasser. Gut. Und wenn ich jetzt hier weiterlaufe, kann ich die Treppe nach unten. So, nächstes Stockwerk. Nochmal ein paar Affen. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Affen sein sollen, aber für mich sieht es so aus. Ich nenne es einfach so. So, die hier ist, das ist so eine, diese Lilane, die sind unverwundbar gegen, während sie zu sind, soweit ich weiß. Und die schießen grüne Kugeln, die, wenn sie mich treffen, mich vergiften können. Deswegen sind die Gegengifte so wichtig. Ich bin entdeckt, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Die Meldung habe ich früher schon öfter gesehen. Okay, die war unverwundbar, während sie zu ist. Egal, welchen Angriff ich nutze. Und wenn ich zu nah dran bin, dann geht sie nicht auf. Aber mit dem Stichangriff kann ich ja schließlich den Kugeln ausweichen oder die Kugeln durch mich durchfliegen lassen. Und so, wenn ich Ja sage, wird die Knolle sofort verwendet. Wie gesagt, sehr interessantes Menü. Ist im Englischen besser. Ja, die Kugeln kann ich mit dem Stich ausweichen oder durch die durchfliegen. Eine der Stärken von diesem Stichangriff. So, ich gehe mal nach oben zurück, wo eine dieser Knollen war. Schau mal, ob ich... Oh, das war jetzt ganz oben. Mal schauen, ob ich jetzt öffnen kann, aber ist nicht so, ist nichts da. Dann schaue ich erstmal hier lang. So, zack. Komm, geh auf. Danke. Tschüss. Also jetzt hat man es gut gesehen. Also während ich, während ich der Pflanze mit der Blume Schaden gemacht habe, war die Kugel eigentlich mittendrin in mir. So, das war ein One-Hit. Auch nicht schlecht. Das nicht. Aber ich habe sie getötet. Und diese, das sind die ersten Knollen, die ich tatsächlich aufheben kann und wegwerfen. Oder ich kann einfach durchspringen. Auch nicht schlecht. Ich gehe aber mal weg hier. Und möchte doch noch den anderen Weg erkunden. Weil ich dachte eigentlich, dass man hier unten auch... Also hier links war ja eine Sackgasse, hier unten links. Aber ich dachte, dass ich hier... Nee, hier kann ich nicht drüber hüpfen. Nee, da ist zu. Okay, ich dachte, das wäre nah genug, dass man gut überhüpfen kann. Das war der falsche Knopf, sorry. Ja. Dann gehen wir halt doch hier nach oben.
Diese roten Kugeln kann man aufheben, solange sie zu sind und natürlich erreichbar. Also ich kann sie nicht aufheben, wenn außenrum Pflanzen und Dreck und alles liegt. Logischerweise, ich muss sie erreichen. So, das war nicht die Pflanze. So, und aber dafür ein Crit. Toll, zweiter Schlag trifft's. Zweiter Schlag hätte er alleine getötet. Erster Schlag war viel zu schwach. So, Lebengift. Noch ein Vitalelixier, das zweite. Und nochmal was, von dem ich reichlich habe. Wahrscheinlich eine Wunderknolle. So, das war dieser Affe. Dann machen wir diese Blume hier unten. Toll, die war gerade unverwundbar. Jetzt bleibt sie natürlich geschlossen. Jetzt geht sie auf und trifft mich. Super, ich hasse diese Fliegen eigentlich. Und jetzt wurde ich verseucht. Jetzt sofort ab ins Menü und ein Gegengift verwenden. Vergiftung ist geheilt. Weil regelmäßig Schaden bekommen ist in keinem Spiel gut. So, jetzt ist er besiegt. Hier nach oben gibt es nochmal eine Treppe runter. Aber eine Wasseroberfläche, über die ich nicht drüber komme. Deswegen gehen wir diese Blume nochmal töten, die mich sehr gut trifft, weil ich einfach in sie reinlaufe. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, kann ich diese Treppe hochlaufen und komme hier weiter. So, zweimal die zwei Angriffe für zwei Gegner, ist auch keine schlechte Bilanz. Die Kugeln, ouch, ja, solange sie offen sind, kann ich sie nicht hochheben. Die Kugeln möchte ich aus der Welt schaffen, dass es gleich leichter wird. Später der Rückweg ist dann natürlich den Stein hier verschieben, hätte ich auch gleich machen können, aber eine Kugel aufheben, kriege ich keinen Schaden mehr. Okay, das war schlecht, das war besser. Wir können weiter nach Norden, wo wir uns von einem Affen mehrmals treffen lassen. Meine Lebenspunkte sind echt nicht gut. Dafür habe ich jetzt einen Fisch getroffen, bevor er aus dem Wasser rausgekommen ist. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. So, warten noch ein bisschen Kohle. Und der Fisch darf auch sterben. Gehen weiter nach Norden. Und hier ist eine Blume, die hat eine Scheißposition. Sorry für das Wort, aber es ist einfach so. So, 6 Schaden. 7 Schaden. 8 Schaden. Und Seele. Folge mir. Okay. Muss man sich aber auch erstmal trauen, darüber zu hüpfen. So, aber während wir hier stehen, würde ich sagen, ich beende den Part. Und im nächsten Part sehen wir, wie es dann hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Gebt mir positive oder allgemeine Kritik. Und einen schönen Abend noch. Tschüss!